Holen Sie eine kleine Zugabe, dann schließe ich den Bogen zu Anton Kuh. Und der hat eine Geschichte geschrieben, die heißt Der Anschluss. Diese Geschichte, deren Ohrenzeuge ich war, spielt im Jahr 1929, lange vor Hitler und seinen Papierböllern. Im Garten des Weinbauers Söllner am Schreiberweg Wien 19 saß ein Sattlermeister mit seiner Frau. Sie hatten vor sich ein ausgebreitetes, fettiges Papier liegen. Daraus aßen sie kalte Carbonadeln. 40 Jahre ehelicher Gemeinschaft konnten sie nicht so eng aneinander binden wie die einträchtige Teilung dieser Mahlzeit. Sie waren zwei Gesichter und ein Bauch. Plötzlich näherte sich ihrem Tisch ein Herr mit schwarzer Wirkkrawatte und Panama-Strohhut, machte eine eckige Verbeugung und nahm neben ihnen auf der Holzbank Platz. Dann rief er der Haustochter, die mit einem Tablett voller Gläser vorbeikam, zu: Was kosten hier der Wein? Der Sattler stieß seine Frau an. A Deutscher. Und musterte mit dem gleichen Respekt, den er in dieses Wort gelegt hatte, den neuen Nachbarn. Bald war ein Gespräch im Gang. Der Mann aus Düsseldorf erzählte, er käme eigentlich nicht des Weines halber her, sondern um die ethnologischen Eigenheiten des Bruderstammes kennenzulernen. Der Sattlermeister hatte das Wort ethnologisch im Leben nie gehört. Er stieß wiederum seine Gefährtin an, als wolle er sagen, pass gut auf, du kannst was lernen. Er lauschte den Worten des anderen mit der Ehrerbietung, die der Dialekt gewohnheitsmäßig dem Schriftdeutschen entgegenbringt. Er führt doch sogar Ferdinand Raimund die poetische Gestalt der Jugend im Bauer als Millionär mit den Worten, sie spricht norddeutschen Akzent. Tja, sagte der Düsseldorfer, die gesunden Elemente des bajuwarischen Kulturkreises können natürlich dem großdeutschen Körper nur kräftiges Blut zuführen. Der Sattler hob zum Zeichen, dass er ihn verstanden hatte, das Weinglas. Prost, Herr Major. Ich bin nicht Major. Was ich sage, ist Binsenwahrheit. Ihr Österreicher kommt ja schon im Nibelungenlied vor. Ah, sagte die Frau Sattlerin, baff vor Staunen. Ihr seid ja der ältere Stamm, braucht nur etwas Aufpulverung vom Norden her, die richtige, kraftvolle Willenslinie. Der Sattler war begeistert. Ja, das braucht man, sagt er. Sechs der Res wird die reden, das ist anders als wäre unser Balawatsch. Ihr habt uns den Mozart geschenkt, den Schubert, also den Beethoven nur ja nicht, er lächelte. Den müsst ihr gefälligst uns überlassen. Der Sattler machte eine konziliante Handbewegung. Bitte, bedienen Sie sich. Und dafür schenken nun wir euch, wollen wir mal sagen, die kantische Ordnung. Der Sattler war über das Geschenk aus dem Häuschen. Er blickte stolz nach den Nachbartischen, welchen Ehrengast er bei sich sitzen habe. Dann stieß er mit dem Düsseldorfer an und sagte, das ist der Weg. Der Fremde trank, setzte ab und warf beiläufig ein. An den Mosel kommt er nicht ran. Nein, sagte der Wiener, auch gar nicht möglich. Der Wein braucht die ordnende Hand, wie das ihr Meinwesen. Ihr seid brave Leute, aber ihr lasst ihn zu wild wachsen. Es fehlt euch der Winzergedanke. Jo, jo. Stellen Sie sich mal vor, wenn euer Stephansplatz, er betonte ihn auf der zweiten Silbe, die richtige Schupo-Aufsicht hat und viel zu viele Kaffeehäuser, er betonte sie auf der ersten Silbe, gibt's hier. Jo, jo. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich bin gewissen Freund der zwanglosen Natur. Wir Deutschen suchen ja immer die blaue Blume. Jo, jo. Aber dass man so an ungedeckten Tischen sitzt, auf primitiven Bänken, also puncto Kultur, habt ihr noch was nachzulernen. Man kann sich an Spahn ins Sitzzeug pieken. Aber warten Sie nur,
Wenn der neue Wind bläst, wenn sich Mozart erst mal mit Fichte gemischt hat, dann sollten Sie sehen, wie das Leben hier in Reih und Glied pulsiert. Kein Rumhocken, stehen bleiben, Schmusen machen, grüß Gott und habt Sie Ehre oder Knödel essen. Nee, dann wird paarweise gegangen. Eine Seite ruff, die andere runter. Sehen Sie nur, was Bayerer zugelernt hat. Die Stahlfaust fehlt euch. Der Wiener hatte sein letztes Glas geleert. Er legte dem Sprecher wohlwollend die Hand auf die Schulter und sagte: Wissen Sie was, Herr Bruder? Und näher zu seinem Ohr: Lecken Sie mir in den Arsch.